Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch in Vayrest. Und, boah, was habe ich jetzt in der letzten Folge gemacht? Stimmt, wir sind ja jetzt ein Werwolf, wo wir uns nicht zurückverwandeln können, gerade erstmal. Oder? Können wir? Können wir wieder? Ganz normal? Ne, können wir nicht. Ja, das heißt, wir müssen uns... Komm, wir gehen erstmal hier rein. Mieten uns ein Zimmer oder so. Da hinten, ne? Genau. Hier ist der Barkeeper. Eine Nacht. Ja. Dann pennen wir hier mal 12 Stunden. Müsste reichen. Gehe ich von aus. Das ist ein interessanter Zimmer. Den kenne ich noch gar nicht. Der ist relativ klein, aber... Oh. Ja, komm, jetzt versuchen wir nochmal. Bleiben wir jetzt so? Nein. Gehen wir nochmal rein. Und nochmal 12 Stunden pennen. So. Dann können wir jetzt... Also, genau. So, jetzt sind wir wieder ganz normal. Haben wir irgendwas im Inventar, was wir verkaufen können? Oder im Wagen? Nope. So, was gibt's denn hier? Auch so ein kleines Zimmer. Okay. Die hätte ich gerne. Oh, ich glaube, es wird da wieder brennen oder so. Für diese Aussage, die ich jetzt getroffen habe, aber naja. Ist ja nur Spaß, ist nicht ernst gemeint von mir. Also, ja. Ich glaube, ich halte mal lieber den Mund, bevor ich jetzt irgendwas nochmal Falsches sage. Oh komm, wir gehen jetzt mal hier rein und schauen mal. Also nochmal läutern. 3 Stunden. So, jetzt können wir rein. Aus Mithril haben die immer noch nichts. Wann kriegen die mal was aus Mithril, wirklich? Finde ich schade. So, haben wir eigentlich eine Quest offen? Eigentlich nicht, ne. Aber egal, wir gehen jetzt da nochmal hin, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwie jetzt mal eine Hauptquest kriegen oder so. Damit wir auch mal vorankommen, denn immer nur dieselben Quests machen, ist auch auf Dauer langweilig, finde ich. So. Vielleicht kommen wir auch endlich mal wieder in einem Dungeon. Ne? Adina? Nein, die hat auch keine. Er hat auch keine. Er hat bestimmt wieder eine. Ne? Sie hat bestimmt eine. Die haben alle keine Quests. Ja, aber bestimmt, ne? Auch nicht. Lord Darkworth. Interessanten Namen haben die hier. Okay, die auch hat keine Quest. Was mit ihr? Hier sonst keiner mehr, der Quests abgeben kann, oder? Ja, okay, dann ist es halt so. Aber ich habe voll Bock, wieder Dungeons zu machen. Dann gehen wir mal vielleicht lieber wieder mal zur Rosengarde. Hier, ich wollte schon fast Drachengarde wieder sagen.
Oder Garde der Rose. Oder so ähnlich. Wo waren die denn nochmal? Da vorne. Ich hoffe, es hat jetzt keinen Einfluss gehabt, dass ich jetzt so lange weg war. Get Quest? Ja. The Traitor Trouble with Orks. Komm, wir machen wieder Orks. Ja, komm. Triceratops müssen wir töten. Fighting up in Sekotrugov. Was soll denn das sein? Okay, suchen wir mal. Wie heißt das? It's home in Sekotrugov. Okay, ich hoffe, ich schreibe das gleich richtig. Ich mache nur so erstmal. Ah, gibt's nur den. Dann reiten wir mal dahin. 4 Tage wird das brauchen. So. Okay. Also hier. Ah, toll. Wo ist denn die nächste Stadt, Dorf? The Maus and Castle Hostel. Wir sind da. Okay, direkt nach Süden erstmal. Super. Hoffentlich sehen wir die auch irgendwie. Ein bisschen in der Ferne oder so. Bietet jetzt ein Wald. Alter, die Musik gerade. Boah, das hat mich jetzt erschrocken. Das war gerade erst so schön ruhig. Und jetzt auf einmal so. Wir machen es schlauer, anstatt dahin zu rennen. Machen wir so. Ah ja, stimmt, solange wir Werwölfe sind, können wir keine Menschen hier sehen. Oh, toll. Da, Menschen. Da waren sie auf einmal. Aber jetzt müssen wir uns wieder zurückverwandeln können, ne? Bleiben wir jetzt so? Ach nee, das ist... Ah, toll. Egal, dann gehen wir wieder dahin. Orks have trampled the ground here, okay. So, egal, wir gehen jetzt da rein. Und machen trotzdem hier auf die 2 ein Safe Game. Das ist ein neuer Dungeon, oder? Oh, hier gibt es sogar Wasser. Okay, das ist interessant hier. Definitiv. Hier gibt es nicht. Boah, erschreckt mich nicht. Alter, der hat mich jetzt erschrocken. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ich würde mich trotzdem gerne zurückverwandeln. Kommt jetzt wieder dieser Traum? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das und das equippen. Und wo war der Ork? Der war hier irgendwo, ja? Genau, den nehmen wir auch mal mit. Broadsword. Longsword. Der gibt 5 bis 19 Damage. 4 bis 15. Aber egal, wir nehmen den trotzdem mal mit.
Aber okay, wir sind jetzt ganz normal wieder Mensch. So, du gehst bitte kaputt. Ja. Das ist wirklich ein interessanter Dungeon, also mal anders aufgebaut, finde ich. Okay, wahrscheinlich hier drin. So. Ach, da oben. Alter, wie krass ist das hier gebaut? Boah, das finde ich jetzt hier nice. Das sieht geil aus hier. Okay. Wird es wohl interessante andere Wege geben müssen noch? Hier passiert nichts, wenn man da drauf geht. Und sonst geht es ja auch nirgendwo mehr weiter. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, müssen wir da vielleicht auch eventuell schwimmen? In dem Wasser da? Also klar, da vorne gibt es ja auch noch hier den Weg. Komm, wir lagern erstmal das ein, was wir auf Tasche haben. Haben wir ja genug erstmal. Alles rein. Und dann vielleicht jetzt nochmal ein Safe Game auf die 2. Jetzt bin ich gespannt, was wo es hier weiterführt. So, den erstmal erledigt. Nice. Okay, sonst gibt es hier. Ah! Noch ein Riese. Nice. Noch eine Tür gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Ich sehe hier jetzt keine geheime Tür. Nee, nur die eine da. Und hier geht's auch noch runter. Ah, okay. Aber wir gehen hier noch nicht entlang. Wir gehen erstmal nach oben. Dazu. Und hier ist noch eine Tür. Wahrscheinlich kommen wir durch diese Tür zu dem da. Okay, den Ork-Schaman haben wir. Autsch. Das war super. Okay. Hier lieber, wenn wir schwimmen können. Also, sobald wir ein bisschen weniger Gewicht auf Tasche haben. Dann gehen wir lieber vielleicht hier rum. Was gibt's denn da? Da ist noch eine Tür. Okay, nix. Toll. Aber hier geht es sogar noch weiter nach oben. Jetzt bin ich gespannt, was oben gibt. Oh. Ja, selber schuld, kleiner Tiger. Okay, was hat jetzt den Skelettkrieger hier erledigt? Jetzt bin ich gespannt. Der war stark genug.
Orc Sergeant mit viel Daikatana. Ja, wir sollten vielleicht öfters mal eher die Dungeons machen, statt immer wieder versuchen, die guten Sachen zu kaufen. Weil in den Dungeons kriegen wir die... Alter. Boah. Ich mich jetzt deswegen erschrocken. Da werden wir jetzt aber nicht runterspringen. Wenn wir da runterspringen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir ertrinken. So voll beladen, wie wir sind. Zu dem muss ich irgendwie hin. Ich glaube, das ist das Ziel. Oder der da. Hier ist ja noch eine Tür. Die hier auch nirgendwo hinführt. Auch ohne Geheimtür oder sowas. Okay, krass, wie es hier jetzt aussieht. Ich muss aber auch schon sagen, ich hätte Bock, da einfach mal runterzuspringen. So, jetzt müssen wir da zu ihm hoch. Hier gibt's aber nichts nach oben. Egal, dann lagern wir das erstmal alles ab, was wir haben. Nein, nicht equippen, sondern removen. Hier haben wir nichts, hier nichts. Aber hier sehr viel. So, das müsste jetzt erstmal reichen. Dann machen wir nochmal ein Safe Game. Und dann gehen wir jetzt mal schwimmen. Jo. Der sofort. So, das Gold nehmen wir mit. Hier müsste irgendwo noch einer sein. Jo. Zombie, nice. Okay. Von hier kommen wir immer wieder hoch. Immerhin. Nice. So, dann auch einmal alles removen. Wir wollen hier jetzt nicht zu viel Gewicht haben auf Tasche. Boah, ich wünschte, ich könnte hier irgendwas sehen. Ob hier vielleicht auch irgendwo Türen gibt's? Also noch mehr Tür, meine ich. Hier. Glaube ich, oder? Nee. Doch, hier ist eine. Hoppla. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie kommen wir da hin? Wir müssen irgendwie dahin, zu denen da hoch. Komm, wir riskieren es mal so. Autsch. Ein Hebel oder sowas ist hier jetzt nicht, hä? Hier ist sonst auch keine Tür, abgesehen von der hier. Okay. So, jetzt stelle ich mir folgende Frage. Gibt's da unten... Ja, da unten ist eine Tür. Da. Und hier auch nochmal ein Eingang, alles klar. Jetzt mal schauen, ob wir hier so noch was finden. Ah, komm. Okay, hier ist sonst nur das, was wir schon hatten. Aber okay, da müssen wir hin. Den da.
Hier springen wir lieber nicht runter. Aber hier, da sehe ich den schon. Ah, du schon wieder. Okay, jetzt hier lang. Ah, okay. Dann gehen wir mal durch die Tür, die da unten sein soll. Hier. Ja, immer schön diese Schlachterfische. Nice. Langsam hätte ich jetzt gern einen Weg nach oben, wo es Luft gibt. Ernsthaft? Okay. Anderen Weg suchen. Irgendwo, irgendwas, das ich übersehen haben soll. Wir gehen erst einmal nach oben. So, irgendwie müssen wir doch an den da kommen. An den rankommen. Irgendwo muss es doch einen Weg geben, oder? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Was ist denn das? Kann ich den löschen? Kann ich jetzt nicht. Ja, wird schon sehr verwirrend hier. Hier sehe ich jetzt auch, abgesehen von der einen Falltür, die hier war, keinen Weg. Wie kommen wir jetzt zu dem daran? Muss ich vielleicht von hier darüber springen? Dann mache ich aber vorher vielleicht ein Safe Game nochmal. Für den Fall sollten wir... Autsch! Ne, ich glaube, das hat uns gar nichts gebracht. Nix. Ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimgang? Nope. Okay, wie sollen wir jetzt dann an die beiden da kommen, die da noch sind? Hier ist auch kein Geheimgang, ne? Sorry, musste eben noch mal was trinken. Ist hier unten vielleicht doch noch was mehr? Was ich noch nicht gefunden habe, gesehen habe. Ups, hoppala. Drunter auch nichts. Hier unten scheint gar nichts zu sein.
wie komme ich jetzt zu dem da? Mal schauen, was wir hier für Tränke haben. Wenn wir das einfach mal alles nochmal kurz hier removen. Haben wir irgendwas für... Ja, haben wir. Levitation. Ich hoffe, das wird passen. Ich hoffe, das wird reichen. Wenn wir so einen Levitationstrank haben. So, da vorne war... Ne, da war der. So, wo haben wir den? Use. Na, vielleicht machen wir hier erstmal ein Safe Game. Für den Fall, dass wir... Falsche Taste. Jetzt Use. Was? Was war das denn jetzt? Okay. Ist hier eine Falle? Was? Was zur Hölle war das denn jetzt, hä? Gehen wir vielleicht erstmal zu dem. Ah, den haben wir jetzt erledigt. Den haben wir jetzt erledigt. Nochmal vielleicht jetzt ein Safe Game. Okay, hier gehen wir drauf, wenn wir irgendwie reingehen. Ich will es trotzdem nochmal riskieren. Was ist denn hier? Müssen wir vielleicht kurz abwarten? Bis der Zauber vorbei ist? Nämlich keine Ahnung. Okay, hier ist jeder Schritt gefährlich. So, nochmal das. Ah, okay, das ist der Bereich da vorne. Wo, also der Bereich da. Der uns so zusetzt. Dann nochmal das. Jetzt nochmal ein Save Game. Weil wir haben es jetzt geschafft, hier durchzukommen. Dann das nochmal. Alter. Nur für diesen Bereich. Nein. Jetzt. Okay. Schnell die Treppe suchen. Die ich hier irgendwo gewesen sein sollte. Yo. Den nehmen wir auch noch mit. Aber dann werden wir jetzt fertig für hier. So, dann gehen wir. Und zurück nach Bayrest. So, dann können wir jetzt mal die Quest wieder abgeben. Und ein bisschen was verkaufen.
Was sagt denn die Uhr? 10 Uhr. Okay, die Läden haben alle offen. Nur unsere Gilde da noch nicht. Und so. Da können wir jetzt mal verkaufen. So, ah, hier, genau, den auch noch weg. Und das alles auch nochmal. Für solche Quests kriegen wir wirklich am meisten Geld, glaube ich. Ah, der hat aber immer noch nichts Neues aus Mithril oder besser. So, was haben wir jetzt noch auf Tasche zum Verkaufen? Das, okay. Ingredients haben wir jede Menge und hier auch. Komm, die nehmen wir mal so. Die müssen wir auch mal alle nutzen. Jetzt haben wir aber nur noch Ingredients und ein bisschen Schmuck. So, die können wir nicht im Equipment Store, sondern in dem einen anderen Laden hier. Zumindest den Schmuck, die Kette. Können wir da vorne verkaufen gehen. Das war jetzt aber wirklich mal ein interessanter Dungeon. Der war auf jeden Fall mal was Neues, sagen wir mal so. So. Den Wagen haben wir jetzt auch nichts mehr für ihn. Und wir haben unseren ersten Trank auch noch nutzen können, auf jeden Fall. Verbrauchen können. Immerhin, also hat jetzt knapp 40 Folgen gebraucht, bis wir unseren ersten Trank genutzt haben, aber immerhin haben wir den genutzt. Wurde aber auch langsam Zeit. Irgendwann hätten wir das so oder so nutzen müssen. So, genau, hier, da ist der Laden. So, ich habe jede Menge für dich. Und dann gehen wir jetzt. Komm, die beiden Läden klappern wir auch noch einmal ab. In der Hoffnung, dass die vielleicht doch noch irgendwas Besseres aus Mithril haben. Nee, auf jeden Fall nicht. Nope. Auch nope. Egal, dann gehen wir die Quest ab. Müsste jetzt auch gleich schon 11 Uhr sein. Ja, ist schon 11 Uhr, nice. Also, Quest können wir jetzt abgeben. Ne, der war das nicht. War denn da jetzt nochmal? Achso, da. Da ist er. So. Maybe we should consider you for membership. Not a bad job at all, Max. This is the second. Nice. Habe ich jetzt endlich mal einen Ruf? Nee, die mögen mich immer noch nicht. Kann ich von dem irgendwas bekommen? Receive Armor? Er kann mir auch noch nichts geben, eh? Receive House? Ja, müssten wir vielleicht in Daggerfall selber das machen. Aber ich würde sagen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!